Mein Name ist Sabine Tippelt. Ich vertrete seit 15 Jahren den Landkreis Holzminden im Niedersächsischen Landtag. Seit 10 Jahren bin ich die direkt gewählte Abgeordnete. Ich bin Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung und Mitglied im Landtagspräsidium. Also ich setze mich für gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land ein. Und da insbesondere natürlich für einen bezahlbaren und auch stattfindenden öffentlichen Personennahverkehr, für eine gute ärztliche Versorgung und da vor allen Dingen für eine Landarztquote und regionale Versorgungszentren. Und des Weiteren ist Bildung ein Schwerpunktthema für mich. Und ich glaube, da haben wir gerade gesehen, dass Corona Kindergärten und Schulen vor großen Herausforderungen stellt. Und darum ist das ein wichtiges Thema. Niedersachsen braucht gerade in Zeiten von Fake News und Verschwörungstheorien eine breit aufgestellte Medienlandschaft. Niedersachsen hat mit Sachsen eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, dass der Bund ein Förderprogramm auflegt. Des Weiteren führt die Staatskanzlei in Hannover mit sämtlichen Fraktionen im Landtag Gespräche, um auch sofort nach der Wahl in diesem Thema tätig zu werden. Also die Bundesratsinitiative beinhaltet auch ein Gutachten, was auf den Weg gebracht worden ist, was klar sagt, dass 40% der ländlichen Regionen nicht mehr wirtschaftlich mit Zeitungen versorgt werden können. Im Wahlprogramm haben wir explizit dazu keine Summe mit aufgenommen, aber ich glaube, bei der Frage davor habe ich gesagt, dass Niedersachsen tätig wird, sowohl mit der Bundesratsinitiative wie auch mit Gesprächen der Staatskanzlei. Und darum können Sie davon ausgehen, dass wir da auch was auf den Weg bringen. Also wählen ist ein demokratisches Grundrecht. Gerade in Zeiten von Gefährdung unserer Demokratie rufe ich alle dazu auf, am 9. Oktober zur Wahl zu gehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir von einer hohen Wahlbeteiligung profitieren würden. Herzlichen Dank.